Okay, ja, herzlich willkommen zum Vortrag Bedürfnisorientierter Nahverkehr. Ja, ich freue mich gleich, Christian Hinkelmann vorzustellen. Vorab aber erstmal einige organisatorische Sachen. Wenn ihr Fragen oder wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, dann nutzen Sie oder ihr gerne die Chat-Funktion. Die findet ihr über den Stream. Genau, müsst ihr vielleicht auch mittlerweile bekannt sein, aber ich sage es nochmal und ich werde das dann im weiteren Verlauf einbinden. Genau, die folgenden 90 Minuten wird es so unter anderem um die Frage gehen, wie der ÖPNV sich irgendwie attraktiver machen kann für seine Zielgruppe und wie er zum Problemlöser wird. Ich bin sehr gespannt auf den Vortrag. Ganz kurz zu dem Vortragenden. Christian Hinkelmann ist Journalist und Innovationsmanager im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und er ist seit 10 Jahren Herausgeber von Nahverkehr Hamburg. Das ist eine Mobilitätsnachrichtenportal. Und ja, ich freue mich sehr, den Vortrag heute mitzuhören und zu begleiten und würde ihn dann mal auf die Bühne bitten, quasi. Jetzt stellen wir uns vor, ich laufe auf die Ja, Bühne. genau, so wie das normalerweise wäre, wenn es ein bisschen schneller wäre. Genau, ja, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Und ja, genau, dann würde ich sagen, überlasse ich dir mal das Wort. Ja, vielen Dank, Anna. Vielen Dank für die Einladung hier zu der Veranstaltung. Ich freue mich total, dass ich hier heute bei euch dabei sein kann. Und das am Freitagnachmittag um 15:30 Uhr, wo alle in den Feierabend gehen. Insofern erkenne ich das umso mehr an, dass wir hier noch zusammensitzen und uns jetzt mit dem Thema Nahverkehr und Bedürfnisorientierung auseinandersetzen. Anna, du hattest es ja schon gesagt. Ich bin normalerweise, oder was heißt normalerweise, im Hauptjob Journalist, Innovationsmanager und Produktentwickler beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und warum rede ich jetzt hier über Nahverkehr und Bedürfnisforschung? Die Frage kann man sich stellen. Ich habe auch eine Antwort parat. Und zwar liegt es daran, dass wir bei unserer eigenen Produktentwicklung, also für Publikumsformate, sehr viel bedürfnisorientierte Forschung machen. Also es gehört im Grunde auch so zur Journalisten-DNA mit dazu, sich genau anzuschauen, was ist für das Publikum eigentlich interessant und relevant. Wo kann ich den Menschen weiterhelfen und womit kann ich ihnen weiterhelfen? Insofern, ja, ist das so ein bisschen in der Journalisten-DNA drin, das Thema. Und ich kann sagen, dass im Grunde so in den letzten Jahren die Produkte, die wir entwickelt haben, die am erfolgreichsten gewesen sind und am nachhaltigsten gewesen sind, genau die waren, bei denen wir die UserInnen sehr konkret in den Fokus gestellt haben und gesagt haben, okay, wir entwickeln dieses Produkt vom Anfang an, vom allerersten Schritt an, zusammen mit UserInnen, damit das sehr passgenau ist für die Zielgruppe. Und am Ende ist das auch der große Erfolg gewesen, dass diese Produkte besonders gut funktioniert haben. Deswegen kann ich darüber relativ viel sagen. Bedürfnisorientierte Forschung, Produktentwicklung ist in unterschiedlichsten Branchen unterschiedlich weit verbreitet. Es gibt Branchen, da gibt es das schon sehr viel, die Softwarebranche zum Beispiel, aber es gibt auch Branchen, da gibt es das noch nicht so viel. In der Nahverkehrsbranche ist zumindest so meine Beobachtung von außen eher noch nicht. Das fängt jetzt erst so an, dass man sich auch fragt, hey, was machen wir eigentlich mit dem Fahrgast? Stimmt, wir können ja mal fragen, was hätte er denn gern? Also ich überspitze das jetzt und verkürze das jetzt sehr. Aber ich freue mich total, in den nächsten 40 Minuten euch hier ein paar Tools zu zeigen, ein paar Kreativtools und ein paar, ja, Bedürfnisforschungstools und Anleitungen. Und wir werden auch mal zwei konkrete Beispiele durchdeklinieren, damit das Ganze so ein bisschen greifbarer wird, um da mal zu gucken, wie könnte man den Nahverkehr noch attraktiver machen und noch weiter voranbringen. Weil ich glaube, das ist das ja, was wir hier am Ende alle wollen. Insofern freue ich Ja, mich. klingt total spannend. Ja, ich freue mich. Gut, dann kommt jetzt der heikle Moment. Das Ja, Bildschirm. genau. Mal schauen, ob das hinhaut. Ja, Share das passt. Screen. Genau. Dann werden wir jetzt mal ein paar Dinge hin und her klicken. Und ich hoffe, ihr seht jetzt alle, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich euch jetzt mal alle konsequent duze. Finde ich gut, ja. Super. Und ich hoffe, wir sehen jetzt ein schönes Foto vom Hamburger Hafen. Ist das so?
Mag mir das kurz jemand bestätigen? Ist die Präsentation damit online? Anna? Nee, es ist noch nicht. Moment, jetzt. Okay, jetzt. Wunderbar. Dann haben wir möglicherweise ein bisschen Delay. Dann gucken wir mal, ob wir hier möglichst schnell und in Echtzeit durchkommen. Ja, bedürfnisorientierter Nahverkehr. Wir werden da gleich nochmal im Einzelnen drauf zu sprechen kommen. Was bedeutet das? Vorher gucken wir uns aber nochmal so ein paar, ich sage jetzt mal so typische Alltagsprobleme aus dem öffentlichen Nahverkehr an, die, glaube ich, in allen Städten immer wieder auftauchen, immer wieder bekannt sind, und versuchen da mal zu gucken, wo wir da möglicherweise noch nicht so ganz auf Bedürfnisse eingegangen und wie könnte man das im Doing dann ein bisschen besser machen. Ich habe jetzt mal so, nachdem ich das Internet nochmal durchforstet habe, mal 3, 4 Alltagsprobleme mitgebracht. Ein Alltagsproblem, das kennen wir, glaube ich, aus jedem Nahverkehrsbetrieb, das sind Störungen, Betriebsstörungen und die Kommunikation drumherum. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Twitter-Beiträge aus Hamburg mitgebracht, einfach weil ich aus Hamburg komme und das hier vor der Haustür habe. Das kann man aber in allen Städten beobachten, glaube ich, bei jedem ÖPNV-Betrieb mehr oder weniger. Was immer wieder so von Fahrgastseite auftaucht, ist offensichtlich ein Informationsdefizit. Beispielsweise in Fahrzeugen, das sehen wir so in dem ersten Tweet, da sitzt offensichtlich jemand in der S-Bahn, es geht nicht vorwärts und es gibt offensichtlich nicht genug Informationen darüber und diese Person fragt sich, was ist denn da los? Oder was auch immer wieder auftaucht, auch so ein Klassiker, da werden bei Baustellen irgendwelche Linienwege geändert oder auch Linien miteinander getauscht und das wird nicht sauber und durchgehend auf allen Kanälen, also Social-Media-Kanäle, aber auch eigene Kommunikationsmedien einheitlich kommuniziert. Und da kann dann gerade, wenn dann noch eine Störung dazu kommt, kann es da schnell mal dann Kuddelmuddel in der Kommunikation geben. Oder was auch immer wieder auftaucht, auch in allen möglichen Verkehrsbetrieben, dass bestimmte Störungen zwar in der App angezeigt werden, aber nicht auf der Website oder umgekehrt. Und auch immer wieder sehr häufig gehört und gelesen, Verkehrsunternehmen, die auf User in Social Media nicht schnell antworten oder gar nicht antworten und das aber auch nicht sauber kommunizieren in ihren Kanal, dass das ein automatisierter Kanal ist, der nur in eine Richtung funktioniert und da keine User-Fragen bearbeitet werden. Ich habe es mal kurz zusammengefasst, so in 4 Punkte. Also was immer wieder auftaucht, ist im Grunde nicht immer eine verlässliche Störungskommunikation. Also ich weiß als UserIn nicht immer, was wird denn jetzt gemeldet und was nicht. Also wo ist da ein Filter möglicherweise in der Kommunikation? Es taucht immer wieder auf, dass es keine einheitliche Störungskommunikation über alle Medien hinweg gibt, verwirrende Angaben möglicherweise und keine Interaktion mit der Community. Nun könnte man sagen, gut, wenn ich bei Twitter nichts finde, warum es hier in meiner S-Bahn gerade nicht vorwärts geht, dann schaue ich doch einfach bei meinem Verkehrsverbund mal auf der Website vorbei, die werden es doch sicher wissen. In Hamburg wäre das zum Beispiel der HVV und da findet man sogar ganz oben auf der Startseite rechts einen kleinen Textlink, aktuelle Meldung, super, da finde ich doch bestimmt raus, warum es jetzt hier hakt und warum es nicht vorwärts geht und dann klicke ich da freudig drauf und sehe das und dann scroll ich da runter und sehe das und dann scroll ich noch weiter runter und sehe das. Und scroll noch weiter runter und sehe das, ein meterlanger Riemen an Störungsmeldungen, die man alle auf- und zuklappen kann, durch die ich mich erstmal durcharbeiten und durchscrollen muss, das alles auf dem kleinen Handy unterwegs in den meisten Fällen, bis ich da mal die Linie gefunden habe, die mich dann tatsächlich betrifft, die für mich relevant ist. Und dann klappe ich das auf, die Meldung und dann das nächste Frustrationserlebnis im Grunde, da sehe ich plötzlich, aha, das sind ja gar keine aktuellen Störungsmeldungen, sondern das sind einfach hinterlegte Baustellenmeldungen, die schon Tage oder Wochen im Voraus bekannt waren. Aber ich erfahre jetzt überhaupt nichts, warum es hier seit 20 Minuten im Moment gerade nicht weitergeht und ich möglicherweise in meinem Zug festhänge. Dann ein zweites typisches Alltagsproblem oder eins von vielen ist immer wieder vieles rund um den Ticketverkauf. In Hamburg hängt zum Beispiel neben jedem Fahrkartenautomaten diese wunderschöne Plakatwand, bei der ich mich seit Jahren immer frage, für wen ist die bitte gemacht? Was will mir diese
Wand sagen, mit Grafiken, mit Tabellen, mit ganz, ganz vielen Zahlen, welches User-Bedürfnis, auf welches stößt diese Wand eigentlich, was möchte sie mir kommunizieren, was soll mir ins Gesicht springen, ins Auge springen und was nicht. Ich habe es tatsächlich nicht herausgefunden, weil auch nicht alle Preise da kommuniziert werden, sondern nur eine Auswahl, aber ich kann auch nicht herauslesen, nach welchem Kriterium da diese Auswahl angefertigt wurde. Und ich wünsche jedem herzlich viel Spaß, der versucht, mal eben schnell eine Kinderfahrkarte von Hamburg nach Cuxhaven beispielsweise zu bekommen und sich selber zu erschließen über diese Plakatwand. Also das ist für mich zum Beispiel ein Beispiel für nicht wirklich userzentrierte Denke, informationsüberladen. Ich finde nicht wirklich das Wesentliche. Und wenn wir jetzt mal so einen Online-Händler wie Amazon nehmen, würde der seine Preise rund um die Produkte so kommunizieren, hätte er wahrscheinlich schon große wirtschaftliche Probleme. Dann noch ein weiteres Beispiel aus der Praxis, ein Fahrkartenautomat, auch in Hamburg. Da gibt es den Startscreen, da ist eine lose Auswahl von ein paar Tickets drauf direkt zu sehen, also so Shortlinks quasi, wo man denken würde, Mensch, super. Da hat man sich Gedanken gemacht, so wahrscheinlich die beliebtesten Tickets sind da gleich vorne auf der ersten Seite. Da kann ich doch gleich meine 9-Uhr-Tageskarte kaufen für den Großbereich Hamburg. 6,70 Euro, wunderbar, in 30 Sekunden fährt die Bahn, klicke ich schnell drauf und werfe meine Münze ein. Ja, und dann geht der Münzschlitz aber noch nicht auf, dafür aber eine weitere Seite, auf der ich dieses ausgewählte Ticket nochmal komplett umkonfigurieren kann. Ich kann aus der 9-Uhr-Tageskarte eine Ganztageskarte machen, ich kann die Klasse nochmal wechseln, ich kann da eine Kinderfahrkarte draus machen, ich kann das Datum nochmal ändern und damit wird im Grunde dieser Shortlink-Aspekt eigentlich konterkariert. Da ist eine zwischengeschaltete Seite mit Informationen, die mir am Anfang gar nicht versprochen werden. Ich erwarte sie also gar nicht, sondern werde mit Auswahlfeldern konfrontiert, die ich nicht erwartet habe, die mich bremsen beim Kaufvorgang und insgesamt diesen Kaufvorgang verlangsamen. Im besten Fall wird es halt nur ein paar Sekunden langsamer. Im schlimmsten Fall bin ich so verwirrt, dass ich vor Schreck erstmal wieder auf zurückklicke und dann passiert das. 10, 12 Sekunden sieht man dann diesen Bildschirm. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert, aber es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bevor der Fahrkartenautomat dann wieder auf den Startscreen zurückspringt und ich sehe gerade noch, wie meine Bahn gerade davonfährt und ärgere mich. Das erste Frustrationserlebnis noch, bevor ich überhaupt in den ÖPNV eingestiegen bin. So soll es natürlich nicht sein. Oder ein anderes Alltagsproblem rund um Online-Ticketing. Ich kann mein Ticket natürlich auch bei den meisten Verkehrsverbünden in Deutschland über eine mobile Website kaufen oder über eine App. Das ist aber auch nicht immer ganz so einfach. Hier auch nochmal ein Beispiel aus Hamburg, die mobile Website des Hamburger Verkehrsverbunds, wo mir große Formularfelder gleich ins Auge springen. Ich muss sehr viele Angaben machen, ich muss sehr viele Knöpfe drücken, bis ich dann an mein Ticket rangekommen bin. Das ist alles weit weg von einfach. Dazu kommt noch, dass so beliebte Online-Zahldienste gar nicht aufgeführt werden. Ich kann hier nur per Lastschrift und mit Kreditkarte zahlen, habe keine Möglichkeit, irgendwie PayPal einzubinden oder Apple Pay, Google Pay, also das, was ich auf dem Handy oft zum Zahlen schon vorkonfiguriert habe. Funktioniert alles nicht. Und selbst in der App, in der das Ticket dann ein bisschen schneller da ist, auch da hat man sich zum Beispiel in Hamburg vor zwei, drei Monaten was Großartiges einfallen lassen. Ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal beim App-Ticket-Kauf ist ja eigentlich, möchte man denken, die Schnelligkeit. Ich renne zum Bus, ich sehe ihn schon an der Bushaltestelle stehen, renne hin und noch während ich laufe oder zur Bahn laufe, zücke ich mein Handy, drücke auf den Knopf und lass mir mein Ticket rauskommen. Und jetzt gibt es eine neue Regel im HVV. Seit ein paar Wochen oder seit zwei, drei Monaten ist es so, dass ein gelöstes Ticket in der App erst nach 90 Sekunden gültig wird. Das heißt also, ich müsste anderthalb Minuten draußen vor der Bahn stehen und warten, bis ich dann auf dem Bahnsteig dürfte und einsteigen dürfte. Warum hat man das gemacht? Aus Angst vor Schwarzfahrern, weil es immer wieder passierte, dass Menschen sich App-Tickets erst gekauft hatten, wenn eine Kontrolle stattgefunden hat und dann haben sie schnell im Zug oder im Bus das Handy gezückt und sich ein Ticket gekauft. Kann ich alles verstehen, diesen Hintergrund, da muss man ran, das muss man irgendwie lösen. Aber das ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein Weg, da hat man jetzt nicht so wirklich
wirklich an die Usability gedacht und im Grunde ein großes Alleinstellungsmerkmal des App-Ticket-Kauf, nämlich die Geschwindigkeit, im Grunde wieder eliminiert. Ich kann zwar super schnell ein Ticket kaufen, aber muss dann 1,5 Minuten ungeduldig rumstehen und warten, bevor ich damit einsteigen darf. Und dann noch ein Problem, Kundenservice. Es gibt auch wieder in Hamburg, aber gibt es auch in anderen Verkehrsverbünden. Es gibt eine Garantie. Wenn ich 20 Minuten zu spät am Ziel ankomme, dann wird mir versprochen, kriege ich 50% des Fahrpreises zurück. Klingt super. Dann gehen wir das doch jetzt mal durch. Was wäre denn, wenn ich so einen Garantieantrag in Anspruch nehmen will? Dann gehe ich auf die Website des Verkehrsverbunds und stoße erst einmal auf ein großes Online-Formular, durch das ich mich erstmal hier durcharbeiten muss, Fahrkarten auswählen muss, Nummern eingeben muss, das alles möglichst auf dem Handy, ja. Ich bin ja unterwegs gerade und verspätet. Klick mich dann noch durch dieses Feld, durch dieses und durch dieses und am Ende habe ich 30 Pflichtfragen ausfüllen müssen oder beantworten müssen, bis ich dann online einen Antrag abschicken konnte. Das muss innerhalb von 3 Tagen passieren nach der Verspätung. Dann wird das geprüft und dann bekomme ich tatsächlich ein Dokument, in dem drin steht, ja, Sie sind berechtigt, Sie kriegen 1,70 Euro zurück. Dieses Dokument muss ich mir ausdrucken auf Papier und muss damit in ein Kundenzentrum laufen, um mir da in Bargeld diese 1,70 Euro wieder auszahlen zu lassen. Das ist natürlich, sagen wir es mal vorsichtig, jetzt nicht ganz so nah am User dran und an unserem Alltag, so wie wir ihn kennen. Da ist oft Pfandflaschen sammeln wahrscheinlich sehr viel einkömmlicher. 30 Pflichtfragen, keine Stammdaten hinterlegt, auch wenn ich Abo-Kunde bin, auch wenn ich einen Online-Kunde bei dem Verkehrsverbund habe. Es gibt keine Anbindung an mein Kundenkonto. Das Geld kann auch nicht einfach auf mein Kundenkonto zurücküberwiesen werden, sodass ich im nächsten Monat einfach einen geringeren Abo-Betrag zahle. Das ist alles nicht möglich. Und es gibt diesen Papierausdruck eben und die Präsenzpflicht im Kundenzentrum. Und dann letztes Alltagsproblem ist die Streckenplanung, auch wieder ein Hamburger Beispiel. Es gibt in Hamburg eine U-Bahn-Linie, die ist noch relativ neu, die U4. Hübsche Linie, die eine Besonderheit hat. Wir sehen diesen Haken im Innenstadtbereich. Wir zoomen da jetzt noch mal ein bisschen näher ran. Wir Hamburger nennen das auch gern die teuerste unterirdische Stadtrundfahrt der Welt. Wir sehen nämlich hier eine 180-Grad-Rundfahrstrecke mitten unter der Hamburger Innenstadt durch, vom Jungfernstieg, das ist so ein zentraler Knotenpunkt in Hamburg, einmal im Halbkreis unter der Stadt durch bis in den neuen Stadtteil Hafen City. Das ist eine 3 Kilometer lange U-Bahn-Strecke ohne einen einzigen Zwischenhalt, obwohl es da durch dicht bebautes Zentrum geht. Und nach 3 Kilometer U-Bahn-Fahrt habe ich im Grunde nur eine Luftliniendistanz von 1,5 Kilometern überwunden. Da bin ich aus vielen Ecken der Stadt tatsächlich mit dem Fahrrad oder mit dem Roller schneller in der Hafen City als mit der U-Bahn. Warum hat man das damals gemacht? Das ist Anfang der 2000er Jahre gewesen, dass man die Strecke so gebaut hat. Man hat es gemacht, weil es einfach günstiger und billiger war. Am Jungfernstieg gab es nämlich noch Platz in der Station für 2 zusätzliche Bahnsteiggleise. Man konnte tief unter der Stadt bohren. Das war alles insgesamt vom Bauablauf ein bisschen einfacher und wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger. Aber für den User, ja, hat man nicht so wirklich mitgedacht. Oder beziehungsweise sagen wir mal, der User stand jetzt nicht an erster Stelle im Fokus, sonst wäre da sicher eine andere, für den User passendere Linienführung herausgekommen. Wie lassen sich solche Probleme besser lösen? Da muss es doch irgendwie eine Lösung geben. Ja, gibt es aus meiner Sicht. Und zwar mit einem bedürfnisorientierten Ansatz. Das bedeutet, man stellt seine Fahrgäste im Grunde bei allen Entscheidungen, die man trifft, ohne Kompromisse in den Mittelpunkt. Das heißt also, richtet alles, was ihr tut in eurem Verkehrsbetrieb, in eurem Unternehmen, in eurem Startup rund um Mobilität, rund um das Bedürfnis eurer Fahrgäste aus und macht die Kundenzufriedenheit wirklich zu eurem obersten Gebot. Und ich habe jetzt nochmal dazu geschrieben, keine Lippenbekenntnisse, weil natürlich nach außen hin kommunizieren wir das alle. Wir wollen zufriedene Kunden und sind auch sehr stolz auf zufriedene Kunden. Aber wir wissen auch alle, dass es neben diesem Licht sehr viel Schatten in jedem Unternehmen gibt. Wenn es dann um den tatsächlichen rauen Alltag geht, dann fällt der Kunde doch allzu oft über. Und da
ist tatsächlich, also die Frage, kann man das nicht noch irgendwie besser machen? Können wir den Kunden da nicht noch mehr mit seiner Zufriedenheit an die oberste Stelle, ans Podest stellen und alles, was wir entscheiden, alles, was wir machen, dann genau daran ausrichten? Man kann das auch verkürzen in einer Marschrichtung Fahrgast first. Man kann sich orientieren an Vorbildern aus der Digitalwelt, die sehr user-innenzentriert unterwegs sind. Eins der bekanntesten Vorbilder ist da der Online-Shop Amazon, der seitdem es diesen Laden gibt, also seit über 20 Jahren, wirklich permanent seine Website optimiert und seine Verkaufs- und Liefervorgänge tuned und weiter optimiert. Ich hatte neulich gerade gelesen, Amazon hat bis heute noch keinen offiziellen Relaunch auf seiner Website gemacht, seit den 90er Jahren. Und trotzdem sieht die Website heute natürlich völlig anders aus als noch vor 20 Jahren. Das heißt also, da findet eine permanente Weiterentwicklung statt, ohne dass es irgendwie groß angekündigt wird. Aber es wird alles getrackt, es wird alles beobachtet und es wird permanent geguckt, können wir irgendwo was besser machen, weil Amazon hat relativ schnell herausgefunden, dass sie einen großen Painpoint bei ihrer Kundschaft haben. Und das ist nämlich der Punkt, ich kaufe bei denen ein Produkt und halte es nicht sofort in Händen, was erstmal ein Frustrationserlebnis ist. Ich gebe Geld aus, ich klicke was, ich habe die ganzen Testberichte und Reviews gelesen, habe mich entschieden, dieses Produkt zu kaufen und dann kriege ich es nicht sofort in die Hand. Das ist eigentlich so der größte Nachteil, den ein Online-Kaufhaus wie Amazon hat. Dazu kamen noch in den vergangenen Jahren ganz oft noch die Schwierigkeit, dass das Lieferdatum nicht so richtig zuverlässig kalkulierbar ist. Also es waren zwei große Pain-Points in der Kundschaft. Und Amazon hat in den letzten 20 Jahren extrem viel Ressourcen und Anstrengungen genau in diesen Punkt reingesteckt. Die haben super viel Geld dafür ausgegeben, die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit der Lieferung zu optimieren, indem sie halt teilweise ein eigenes Transportnetz aufgebaut haben, die passende Infrastruktur aufgebaut haben und permanent dabei sind, die Lieferung zuverlässiger und insgesamt schneller zu machen. Und ich glaube, ich erzähle da nichts Neues, das wissen wir ja alle, gerade wenn man Prime-Kunde ist, also zu den Premium-Kunden bei Amazon gehört, dann ist das schon erstaunlich, also wie diese garantierten Lieferdaten, die sie da angeben, wie gut die in der Regel eingehalten werden inzwischen, wie schnell eine Paketlieferung ist im Vergleich zum normalen Postversand. Also wenn wir privat ein Paket verschicken, dann kann das gern mal 1-2 Tage länger sein als eine Amazon Prime-Lieferung. In Echtzeit-Tracking wurde viel rein investiert. Also bei vielen Lieferungen sehe ich inzwischen auf einer Google Maps-Karte, wie weit ist der Paketbote noch von meiner Haustür entfernt und wie viele Stationen sind noch auf seiner Route, bevor er dann bei mir klingelt. Und falls es mal wirklich zu spät kommt oder ich das Produkt nicht mehr gebrauchen kann oder es gefällt mir nicht, dann gibt es noch diese 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, die natürlich auch ein Hammer-Argument ist. Also da sieht man, auch wenn das jetzt erstmal gar nicht so groß auffallend ist, aber da ist an ganz vielen Stellschrauben, ganz viel im Hintergrund in den letzten 2 Jahrzehnten optimiert worden, um dieses Ergebnis hinzubekommen, um ein zuverlässiger, relativ schnell liefernder Liefergarant zu sein und für ein für zufriedene Kundschaft zu sorgen. Und was eine Beobachtung ist, insgesamt gerade in der Online-Welt, ist, dass so große Player wie Amazon, wie Apple, wie PayPal, aber auch Google natürlich inzwischen im Digitalgeschäft den Takt angeben. Und das Problem ist, Segen und Problem zugleich, sie sorgen halt dafür mit ihren immer höheren Ansprüchen, dass die Erwartungshaltung der KundInnen immer weiter nach oben geht. Man gewöhnt sich natürlich auch daran, dass ein Paket noch am selben Tag oder am nächsten Tag ankommt. Und das ist eine Erwartungshaltung, die projiziere ich dann auch auf andere Unternehmen und oft auch auf klassische Unternehmen, die in der Offline-Welt zu Hause sind, zum Beispiel auch auf den öffentlichen Nahverkehr. Und das sorgt alles dafür, dass, obwohl sich der ÖPNV gar nicht groß geändert hat, dass die Kundenbedürfnisse aber immer weiter nach oben gehen und die Erwartungshaltung zum Beispiel auch was Community-Kommunikation über Social-Media-Netzwerke, dass es da einfach eine stetig höhere Erwartungshaltung von Kundenseite gibt, die ich natürlich auch irgendwie bedienen sollte, um weiterhin erfolgreich zu sein. Es gibt gerade in der neuen Mobilität, das ist ganz spannend, so die ersten Anbieter, die
ich sage jetzt mal so als Schlagwort, Mobility as a Service, also die sich genau diesen Schuh anziehen und sagen, okay, wir rollen jetzt diesen Mobilitätsmarkt auf mit einer userzentrierten Denke und richten unsere neuen Mobilitätsangebote sehr konsequent an den Bedürfnissen der KundInnen aus. So Sharing-Dienste sind da zum Beispiel ein guter Punkt. In Hamburg ist es Moia, in Berlin Clever Shuttle, aber auch diese ganzen E-Scooter, die Rollerverleiher, die Fahrradverleiher, die sehr appgetrieben unterwegs sind, teilweise auch mit sehr jungem Publikum, die sind da doch ein ganz gutes Vorbild, was so Usability angeht und User-Fokussierung, weil die auch einfach nicht das Geld haben, viel Geld zu verschleudern an falschen Stellen. Wie kann man sowas konkret auf den öffentlichen Nahverkehr jetzt transformieren, diese Erkenntnisse, sage ich mal. Da gibt es mehrere Ansätze und Methoden. Ich habe jetzt mal drei mitgebracht aus einem ganzen Potpourri an verschiedensten Methoden, die aber alle eine große Gemeinsamkeit haben. Das ist nämlich das User-Bedürfnis im Fokus. Eine Methode ist zum Beispiel die Jobs-to-be-done-Methode. Das ist eine Methode, um Innovation strategischer anzugehen und jetzt nicht Zufallserfolge zu produzieren, sondern wirklich strategische Erfolge zu produzieren. Jobs to be done heißt, ich sehe jedes Bedürfnis eines Kunden und jedes Produkt, das ich darauf anbiete, verknüpfe ich mit einem Job. Also ich gehe mal davon aus, ein Kunde hat ein Problem und mein Produkt, das ich entwickle, das soll dieses Problem lösen. Also dieses Produkt hat einen Job, um ein gewisses Problem zu lösen. Daher kommt dieser Name, dieser Jobs to be done Theorie. Es gibt da so ein Zitat, das immer wieder in der Branche rumgeistert, stammt von einem deutsch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, der mal gesagt hat, Kunden wollen kein Bohrer, sie wollen ein Loch in der Wand. Und ich finde, dass dieser eine Satz diese Jobs-to-be-done-Theorie sehr gut erklärt, weil es halt kein oder relativ wenig Sinn macht, jetzt einen super Bohrer zu entwickeln, der zum Beispiel super gut aussieht und vielleicht auch noch gut riecht und schmeckt und sich wohlig in der Hand anfühlt, weil die meisten Menschen, die im Baumarkt stehen und sich einen Bohrer aussuchen, die werden diese Features überhaupt nicht nachfragen, sondern die wollen einfach dieses verdammte Loch in der Wand haben. Man könnte sogar auch noch weitergehen und sagen, die wollen nicht mal nur das Loch in der Wand haben, sondern eigentlich wollen sie nur ein Bild aufhängen. Und die werden jetzt nicht in den Baumarkt gehen und sagen, zeig mir den tollsten Bohrer, den du hast, in den schillerndsten Farben und mit super 3D Titanium, sondern die wollen eigentlich nur ein Ding, das ein Loch in die Wand macht, das nicht viel staubt, wo nicht viel Dreck entsteht und wo ich nicht viel Kraftaufwand brauche und irgendwie mit einer kleinen, billigen Bohrmaschine dieses verdammte Loch in diese Wand reinbekommen. Und das ist der Job, den dieser Bohrer quasi erfüllen muss. Und Aufgabe des Herstellers dieses Bohrers wäre es dann nach dieser Theorie, entwickle einen Bohrer, der genau diesen Job super gut erfüllt. Irgendwie ein Bohrer, wo eine Saugfunktion mit drin ist, ich spinne jetzt mal rum, oder der irgendwie auf andere Art und Weise dafür sorgt, ein sauberes Loch zu bohren, ohne großen Kraftaufwand und ohne, dass meine gesamte Bude in Schutt und Asche liegt oder über eine dicke Staubschicht ist. Man kann sich nach der Jobs-to-be-done-Theorie mit solchen Fragenfeldern an eine Produktentwicklung annähern. Ich habe das jetzt mal sehr verkürzt hier mitgebracht, weil wir ja nicht so viel Zeit haben. Also was wir in der Formatentwicklung oder Produktentwicklung machen ganz am Anfang ist, dass wir nach einer Bedürfnismarktforschung uns in die UserInnen hineinversetzen und eine konkrete Fragestellung aus ihrem Kopf heraus quasi generieren. Das könnte jetzt, wenn wir jetzt bei diesem Bohrer-Beispiel bleiben, könnte zum Beispiel im ersten Feld sein, wenn ich in meinem Wohnzimmer ein Bild aufhängen will. Dann kommen wir auf das zweite Feld, dann möchte ich ein Loch bohren mit einem Bohrer, der möglichst wenig Staub erzeugt. Damit ich danach ein sauberes Wohnzimmer habe und 5 Minuten später Gäste einladen kann, ohne dass ich nochmal durchputzen muss. Das wäre zum Beispiel so eine User-Anforderung, die man sich dann auch schriftlich notieren kann. Und dann kann man sich das an die Wand hängen und sagen, okay,
dann trommeln wir jetzt mal das Entwicklerteam zusammen und dann versuchen wir jetzt mit dieser Denke im Hintergrund, mit diesem Leitsatz über allem stehend, ein Produkt zu entwickeln, das möglichst gut da rankommt. Es gibt halt auch noch, das ist wesentlich bekannter, den klassischen Design Thinking Prozess. Das ist ein Prozess, den alle kennen werden, die aus der Online-Welt kommen und viel mit Internet und Software und Programmierung zu tun haben. Da gibt es das schon seit Jahrzehnten, da ist das ein alter Hut. Es fängt jetzt auch immer mehr in anderen Branchen an, angewandt zu werden. Im Grunde ist das ähnlich wie die Jobs-to-be-done-Theorie. Ich habe im Grunde so 5 Steps, über die ich gehe, wenn ich ein Produkt entwickle. Das fängt mit dem ersten Step an. Ich muss überhaupt erstmal meine Kundschaft verstehen. Das heißt also, ich sollte, und damit sind wir bei Step 2, meine Kunden beobachten. Was haben die eigentlich für ein Problem? Also womit schleppen die sich rum? Was funktioniert bei denen im Leben nicht so wirklich gut, wo ich vielleicht helfen könnte? Wie lösen sie das Problem bisher? Sind sie damit zufrieden oder unzufrieden? Ich beobachte sie in Alltagssituationen und daraus kann ich dann eine Idee entwickeln. Aus der Idee entwickle ich dann einen Prototyp, der möglichst wenig Geld kosten soll und auch nur ganz wenig erstmal kann. Die Aufgabe dieses Prototyps ist eigentlich erstmal mit total rudimentären Mitteln überhaupt mal zu testen. Dann sind wir bei Punkt 5. Gibt es überhaupt einen Bedarf für dieses Produkt? Also verstehen die Leute, was ich will mit meinem Produkt, mit ein, zwei Kernfunktionen? Kapieren die das? Finden die das toll und würden die dieses Produkt so kaufen oder nutzen? Und wenn nein, dann werfe ich es weg und kümmere mich um was anderes. Und wenn ja, dann springen wir von Schritt 5 quasi wieder auf Schritt 1 zurück und dann versuchen wir, das, was die Leute mir in einem Test sagen, zu verstehen. Dann beobachten wir die Leute nochmal, wie sie sich an diesen Prototypen abrackern und daraus entwickeln wir dann neue Ideen und Learnings und machen daraus noch einen besseren Prototyp mit noch ein bisschen mehr Features an Bord. Und das testen wir dann auch wieder durch und dann fängt der ganze Prozess wieder von vorne an. Und das kann man im Grunde endlos wie ein Kreis immer weitermachen. Also so Firmen wie Amazon, Google, Apple, die machen das seit Jahrzehnten. Die hören nie auf. Da ist nie Schluss. Also es geht immer so weiter, diese Produktentwicklungszyklen, weil das perfekte Produkt gibt es eigentlich nie. Immer wenn ich glaube, es zu haben, kann ich es eigentlich noch ein bisschen perfekter machen. Und als dritte Methode habe ich jetzt mal die Lean Startup Methode mitgebracht. Das werden vielleicht einige kennen, die in Startups arbeiten oder mit Startups zu tun haben. Das ist sehr nah am Design Thinking dran, nur noch ein bisschen mehr zusammengedampft. Da gibt es nur 3 große Steps im Grunde. Bauen, messen, lernen. Also ich baue einen Prototyp auf Basis einer Idee, die ich habe. Ich messe, wie die User darin in Tests mit umgehen und wie sie darauf reagieren. Ich lerne aus dem Feedback, was sie mir geben und springe dann auch wieder auf den ersten Punkt zurück und baue das Ganze dann noch besser und messe das wieder und lerne wieder daraus und baue es noch besser und so weiter und so weiter. Was bedeutet das jetzt, wenn wir das auf den öffentlichen Nahverkehr übersetzen? Darum geht es ja hier letztendlich. Also was bedeutet das übersetzt auf den ÖPNV und auf seine Fahrgäste? Das heißt, das wäre so die erste Erkenntnis, die ich jetzt mal so mitgeben würde, macht eure Fahrgäste zu Prime-Mitgliedern. Also wenn wir jetzt mal das Bild von Amazon bemühen, stellt eure Kunden, stellt eure Fahrgäste in den Mittelpunkt, bedingungslos in den Mittelpunkt, egal bei welcher unternehmerischen Entscheidung. Wie könnte sowas aussehen, wenn ich jetzt ÖPNV-Mobilitätsprodukte entwickle oder verbessern möchte? Da geht es erstmal darum, überhaupt die Bedürfnisse der ÖPNV-Fahrgäste zu verstehen in einzelnen Situationen. Ich habe jetzt mal so ein paar generelle Fragen mitgebracht, die man sich stellen kann und die man den UserInnen letztendlich stellen kann. Also welche Bedürfnisse haben die ÖPNV-Fahrgäste? Welche Bedürfnisse haben aber auch Menschen, die nicht den ÖPNV benutzen, die vielleicht auf einer bestimmten Strecke, warum auch immer, lieber mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren oder vielleicht zu Fuß gehen? Warum machen sie das? Warum erscheint ein anderes Verkehrsmittel an dieser Stelle, in diesem Use Case, attraktiver? Das herauszufinden ist ein ganz großer Wert, weil ich da dann anfange zu verstehen, wo mein Produkt eine Lücke lässt, offensichtlich einen offenen Angriffspunkt hat, eine Schwäche hat, die ich in dem Moment dann füllen könnte. Auch eine wichtige Frage immer, was ist den Fahrgästen wichtig? Was fehlt ihnen, wenn sie mit meiner Bahn fahren, wenn sie in meinem Bus sitzen? Gibt es irgendwas, was ich ihnen noch mehr geben kann?
Wo sind Barrieren bei der Nutzung? Wir hatten vorhin das Fahrkartenbeispiel. Wo fliegen Leute aus dem Verkaufsprozess raus? Weil sie verwirrt sind, weil sie nicht mehr weiter wissen oder weil die Zeit abläuft und weil die Bahn vor ihnen steht und der Fahrkartenautomat nicht fertig wird. Wo sind diese Barrieren? Wo sind diese Schwierigkeiten? Und letztendlich, was muss mein Produkt bieten, um bevorzugt genutzt zu werden vor allen anderen Mobilitätslösungen? Weil das ist das ja, wo wir letztendlich dann hinwollen. Und ich habe jetzt mal, um das ein bisschen plastischer zu machen, zwei konkrete Beispiele mitgebracht, an denen wir das jetzt mal durchdeklinieren, was das übersetzt auf zwei spezielle Use Cases bedeutet. Das eine Beispiel, das ist jetzt der Ticketkauf am Fahrkartenautomaten. Nehmen wir mal den Schritt 1, wenn wir mal so diesen Design Thinking Prozess uns durchdenken. Da war ja der erste Schritt, überhaupt erstmal verstehen und beobachten. Das würde bei uns dann bedeuten, in diesem fiktiven Fall, wir beobachten jetzt mal die Fahrgäste in einer Situation, nämlich an einer Haltestelle vor einem Fahrkartenautomaten, gucken uns an, was die da machen und sprechen mit ihnen einfach darüber. Also wie kaufen die ihr Ticket am Fahrkartenautomaten? Also wir gucken denen da wirklich dann über die Schulter und befragen sie, warum haben sie jetzt diese eine Fahrkarte gekauft, warum nicht eine andere? Worauf haben sie besonders geachtet beim Kauf? Man kann auch fragen, was Schwierigkeiten beim Kauf gewesen sind, wo Hürden waren, wo was unverständlich war. Auch eine beliebte Frage in so einem Prozess ist immer, was wollen Sie mit diesem Kauf eigentlich erreichen? Also klar, natürlich platt gesagt, Sie wollen ein Ticket, um damit Bahn zu fahren. Aber steckt da vielleicht noch mehr hinter? Weil Sie könnten ja auch auf andere Art und Weise an Ihr Ziel kommen. Also entweder beim anderen Verkehrsmittel oder auch Ihr Ticket auf andere Art und Weise kaufen. Also warum haben Sie sich für einen Automaten entschieden und jetzt das Ticket zum Beispiel nicht online gekauft oder in der App, obwohl es da vielleicht Rabatte gibt? Also woran hakt es, beziehungsweise wo ist der große Vorteil, das große Alleinstellungsmerkmal für diesen Fahrkartenautomaten? Und dann kommen wir zu Schritt 2. Da würden wir diese Ergebnisse, die wir dann in den Befragungen, in diesen Bedürfnisforschungen rausgefunden haben, würden wir diese Interviews, die wir geführt haben, dann einfach mal evaluieren. Was ist denn so am meisten genannt worden? Was sind so die Pain Points? Also was schmerzt beim Fahrkartenkauf? Was funktioniert gut? Und was sind die wahren Bedürfnisse, nicht die Wünsche? Also wir fragen die Leute nicht nach Wünschen, sondern wir versuchen durch eine spezielle Fragetechnik an die Bedürfnisse hinter den Wünschen zu kommen. Weil wenn wir einfach nur fragen, was wünschst du dir, dann sind die Antworten relativ vorhersehbar. Dann sagen sie ja billigere Tickets und vielleicht ein bisschen schneller. Also da kommen wir meistens dann nicht weit. Deswegen, wir fragen nicht nach Wünschen, sondern wir versuchen, die Bedürfnisse hinter den Wünschen im Grunde herauszufinden. Und nehmen wir jetzt mal an, in diesem fiktiven Fall, da wäre dann das Ergebnis, Tickets am Fahrkartenautomat werden hauptsächlich von Gelegenheitskundinnen gekauft, die wenig Tarifkenntnisse haben und denen es vor allem darauf ankommt, einen möglichst schnellen und einfachen Ticketverkauf vorzunehmen. Also die gehen auf Tempo, die wollen es möglichst einfach und die haben wenig Ahnung von der Materie. So, dann würden wir jetzt in diesem fiktiven Fall auf dieser Basis eine Idee entwickeln und würden uns die Frage beispielsweise stellen, wie könnten wir den Ticketverkauf am Automaten so vereinfachen, dass keine Tarifkenntnisse nötig sind und dass der Kauf innerhalb von wenigen Sekunden klappt und Gelegenheitsfahrgäste gleich zu Beginn ihrer ÖPNV-Nutzung, noch bevor sie in den ersten Zug steigen oder im Bus, ein erstes positives Erlebnis haben? Wie können wir das schaffen? Das ist jetzt eine Frage, in der steckt sehr viel drin. Man kann sich die auch kleinteilen und nur Teile davon angehen, aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Und dann kommt eigentlich der Part, den ich immer am schönsten finde, dann kommt nämlich die völlig kreative, wilde Ideenentwicklung. Dann setzt man sich mit Leuten zusammen und spinnt einfach mal rum. Und das darf so wild und verrückt sein, wie nur irgendwie möglich, weil das Bedenkenträgertum in unseren Unternehmen, das kommt schon auch rechtzeitig, sowohl bei uns selbst als auch spätestens bei unseren Vorgesetzten. Deswegen in solchen Brainstormings, seid verrückt, seid kreativ und schreibt alles auf, egal wie wahnsinnig diese Idee erstmal klingt. Hier habe ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen für diesen fiktiven Fall zusammengeschrieben. Man könnte zum Beispiel auf die Idee kommen,
wir bieten am Automaten nur noch die 3 meistgenutzten Tickets an. Wir gucken in die Statistik, was wird am meisten verkauft, vielleicht sogar an verschiedenen Stationen unterschiedlich. Und dann gibt es 3 große Buttons auf dem Startscreen und es werden nur noch diese 3 Tickets verkauft. Der Rest muss halt in den Zeitungskiosk gehen und sich das da kaufen oder wird aufs Web verwiesen. Oder wir verkaufen am Automaten nur noch Tickets, die ab sofort gelten. Also alle Zeitkarten fliegen raus, alle Sondertarife fliegen raus. Es gibt nur noch die paar Tickets, die jetzt konkret ab sofort von dieser Station aus eine Relevanz haben und die für den sofortigen Fahrtantritt gedacht sind. Oder die Displays am Automaten zeigen auf dem Startbildschirm nur noch eine Suchmaske an, eine große Suchmaske, wie wir es von Google kennen, wo ich meine Zieladresse eingebe und dann wird mir das günstige Ticket angezeigt, das günstigste. Oder das ist jetzt eine sehr wilde Idee, eine sehr weitgehende, wir schaffen einfach alle Automaten ab. Wir setzen da Personal wieder hin an die Bahnsteige und diesem Personal muss man dann nur noch zurufen, ich will zum Hauptbahnhof und die werfen uns das richtige Ticket rüber und ich habe innerhalb von 2 Sekunden blitzschnell mein Ticket. Oder nach Start des Verkaufsvorgangs zeigt der Automat einen Countdown an, wie lange er noch braucht, bis das fertige Ticket unten rauskommt aus dem Schlitz, damit ich ungefähr abschätzen kann, okay, in einer Minute kommt die Bahn, der Fahrkartenautomat zeigt mir noch 25 Sekunden an, ist eine knappe Kiste, schaffe ich aber noch. Das schafft Vertrauen, das baut Zuverlässigkeit auf. Wenn ich also auf diesen Aspekt Tempo gehen will, schnell ein Ticket ziehen, dann wäre das zum Beispiel so ein kleines Tool, womit ich das Nutzererlebnis noch ein bisschen besser machen könnte. Oder wir rüsten alle Fahrkartenautomaten mit einer Sparsteuerung um, die schnacke ich dann einfach nur an, sage, wo ich hin will, wie alt ich bin und dann kommt automatisch das richtige Ticket raus. Auch sowas könnte eine Idee sein. So. Und dann geht es darum, diese Ideen zu testen. Das heißt, wir würden zu irgendeiner Haltestelle in unserem Verkehrsnetz gehen, wo vielleicht 2 Ticketautomaten stehen und einen davon, den rüsten wir einfach mal testweise um. Und der bietet dann vielleicht tatsächlich nur die 3 wichtigsten Tickets an. Da gibt es dann nur 3 riesige Buttons, auf die kann ich mit der Faust quasi draufhauen und komme dann ohne weitere Abfragen direkt in den Verkaufsprozess rein, also so eine One-Click-Lösung. Und alle weiteren Tickets werden über einen kleinen Menübutton in einem Untermenü versteckt. Da komme ich zwar hin, aber da muss ich halt dann bewusst schon hin. Aber im großen Feld nur das Wichtigste. Und vielleicht will ich auch noch auf das Thema Schnelligkeit gehen. Dann kann ich darüber auch noch einen Aufkleber an den Automaten kleben, Schnellkasse oder Schnellautomat, um auch nochmal deutlicher zu machen, hier geht's wirklich schnell voran. Und dann beobachte ich mal eine Woche lang die Fahrgäste vor Ort und bin da mit einem kleinen Befragerteam. Und wir gucken mal, wie die Menschen reagieren. Gehen die eher zu diesem Schnellautomaten, zu dem ungerüsteten oder gehen die zu dem klassischen? Was tippen die? Sind die verwirrt? Sind sie nicht verwirrt? Und werten dann letztendlich diese Umfrageergebnisse aus und optimieren dann möglicherweise nochmal die Menüführung, bis wir den perfekten Automaten der Zukunft haben. Kostet nicht viel Geld, ist eine einmalige Umrüstung an einer einzelnen Maschine und ich kann sehr schnell quick and dirty antesten, ob es sich lohnt, jetzt Großgeld in die Hand zu nehmen und Software-Updates für alle Automaten zum Beispiel durchzuführen. Noch ein zweites konkretes, kurzes Beispiel. Ich weiß, wir sind ein bisschen über der Zeit. Falls es jetzt eng werden sollte, bitte ich um ein kurzes Signal, dann überspringen wir das. Ansonsten würde ich jetzt kurz noch diese 5 Minuten ranhängen und noch ein zweites konkretes Beispiel nennen. Und da geht es einmal um Störungen im ÖPNV. Das war ja auch so ein Thema, das wir am Anfang schon am Wickel hatten. Auch da wäre genauso ein Entwicklungsprozess. Ich gucke erstmal und beobachte meine Fahrgäste in einer Betriebsstörungssituation, wie reagieren Sie? Und ich spreche mit Ihnen darüber. Was denken Sie, wenn aus dem Lautsprecher die Durchsage kommt, Achtung, Achtung, wegen einer Weichenstörung geht es jetzt hier auf unbestimmte Zeit nicht weiter? Was denken die Leute? Was ist Ihnen dann besonders wichtig? Was hilft Ihnen besonders weiter? Wie können wir als Verkehrsbetrieb Ihnen helfen, Ihr Problem möglichst gut zu lösen? Und auch immer ganz spannend die Frage, wie sind Sie bisher in vergleichbaren Fällen vorgegangen? Also welche Workarounds haben sich die Leute gebastelt, um dieses Problem für sich zu lösen, um aus dieser misslichen Lage selber herauszukommen? Und anhand dieser Antworten kann ich dann im besten Fall herauslesen, gibt es irgendwo Defizite, die ich verbessern kann? Und auch hier wieder ein fiktives Ergebnis. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich herausfinde, bei Betriebsstörungen haben die Fahrgäste
ein großes Bedürfnis nach Planbarkeit und nach Sicherheit. Also sie wollen vor allem, dass die bestmögliche Alternativlösung für sie gefunden wird. Und sie erwarten verbindliche Informationen über die neue Ankunftszeit an ihrem Ziel. Also A, schafft mir ein Workaround, wenn das hier schon nicht vorwärts geht, schafft mir eine Alternative und sagt mir verlässlich, wann ich ankomme. Das sind so möglicherweise in diesem fiktiven Fall die beiden großen Erwartungshaltungen und die großen Probleme, in die man dann reingehen kann und da passgenaue Lösungen für entwickeln kann. Darauf kann man dann jetzt Ideen entwickeln. Also man hätte dann die Fragestellung, wie können wir unseren Fahrgästen im Störungsfall so schnell wie möglich die beste Alternative anbieten und ihnen eine gesicherte Information über ihre neue Ankunftszeit geben. Und auch da kommt dann wieder der Schritt, großes Brainstorming, verrückt denken, wild durcheinander denken, keine Idee ist verrückt genug, um nicht aufgeschrieben zu werden. Und dann hat man vielleicht auf seinem Ideenzettel dann draufstehen, okay, wir kommunizieren ab sofort jede Störung, die mehr als 5 Minuten Zeitverlust bedeutet, automatisch in allen Medien, die wir bespielen. Das machen wir überall einheitlich, ohne eine Filterfunktion, ohne einen Filter von uns gesetzt. Der User kriegt vielleicht einen Filter an die Hand, aber wir hauen erstmal alles raus. Oder die Fahrplan-App zeigt umgehend alternative Reiserouten an, notfalls auch mit Wettbewerbern. Also wenn es halt bei der U-Bahn nicht vorwärts geht, dann wird mir vielleicht auch so ein Elektroroller angezeigt oder ein Carsharing-Auto, das in der Nähe steht, oder meinetwegen auch ein Taxi oder ein Ride Shuttle. Da geht es dann erstmal nicht darum, die Konkurrenz möglichst nicht zu füttern, sondern da geht es darum, den Usern bei einem konkreten Problem zu helfen, damit sie dann insgesamt dann doch noch higher ankommen und nicht das nächste Mal nervt sagen, ich fahre jetzt nur noch Auto. Auch eine Idee wäre, wir kaufen einfach so viele Fahrzeuge und stellen so viel Personal an, dass wir so perfekt werden, dass wir nie wieder Probleme haben und Betriebsstörungen produzieren. Halte ich für relativ unrealistisch, aber ich habe es mal aufgeschrieben. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Fahrgäste, die ihr Ticket per App und mit hinterlegter Route gekauft haben, dass die, da wissen wir ja, wo sie hinwollen, eine Push-Nachricht bekommen über Alternativen. Oder ich könnte es ja auch so einrichten, dass bei Störungen meine Tickets, meine Fahrkarten, die ich rausgebe, automatisch als Taxigutschein anerkannt werden. Da ist dann vielleicht ein Code hinten drauf gedruckt und sobald es eine Störung gibt, können die Leute damit einfach in irgendein Taxi rein und kommen damit an ihr Ziel. Kostet mich zwar Geld, sorgt aber am Ende dafür, dass die Leute nicht allzu erbost sind und am Ende ihr Ziel dann ja noch erreichen. Und auch da wieder testen, wieder günstig testen, also jetzt nicht irgendwie das große Programm fahren, sondern auch da einfach mal ein paar Taxigutscheine verteilen an einem Bahnsteig und die Leute befragen, ob sie es gut finden oder nicht und wie sie jetzt damit umgehen mit diesem Segen. Oder einfach mal den Menschen mit Personal vor Ort alternative Reiserouten vorschlagen, also so eine App simulieren sozusagen, um zu testen, ist das überhaupt ein Use Case, ist da ein Bedarf für da, hilft den Menschen das und macht sie das in irgendeiner Form zufriedener und dankbarer. Und wenn ja, dann kann ich das weiter ausentwickeln. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere Themenfelder, auf denen ich das auch machen kann. Ich kann solche Produktentwicklungen bei Streckenplanung machen. Ich kann mich zum Beispiel fragen, macht es überhaupt Sinn, in diesem Stadtteil eine U-Bahn zu bauen? Macht es Sinn, die zum Hauptbahnhof zu bauen? Wollen die Leute vielleicht ganz woanders hin und fahren zum Hauptbahnhof mit der neuen Linie, aber fahren dann sofort wieder raus aus der Stadt in einen anderen Stadtteil, der direkt nebenan liegt? Oder fahren die meisten Leute nur eine Station mit der U-Bahn, weil da viele Geschäfte sind und eine U-Bahn hilft ihnen gar nicht, weil sie erstmal 2 Minuten Treppen steigen müssen, um runterzukommen und nach einer Station wieder 2 Minuten hochlaufen müssen, ist da vielleicht ein Bus oder eine Straßenbahn viel idealer an dieser Stelle. All das sind ja Use Cases und User-Bedürfnisse, die man mal erfragen könnte und nicht einfach nur mit einem Zirkel einen Kreis um einen Stadtteil schlägt und sagt, so, hier kommt eine Station in die Mitte hin, haben wir 5000 Leute angeschlossen, wunderbar. Keiner fragt diese Menschen, was wollen die eigentlich? Wo wollen die wirklich hin? Welche Verkehrsmittel finden die am besten? Was hilft ihnen in ihrem Alltag am besten, um voranzukommen? Passiert viel zu wenig. Mobilitätsbedürfnisse bei Frauen im Unterschied zu Mobilitätsbedürfnissen bei Männern. Auch ein ganz großes Thema, in das man viel mehr reingehen könnte. Fahrplangestaltung auch, Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr sowieso.
Und stellt euch mal vor, wir würden das tatsächlich machen. Stellt euch mal vor, die ÖPNV-Branche würde ihre Fahrgäste bei allen Angeboten und Planungen so konsequent in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, wir hätten einen wahnsinnig erfolgreichen ÖPNV mit sehr viel erfolgreicheren Produkten als jetzt. Und das würde uns, glaube ich, auch in der Nach-Corona-Zeit sehr, sehr helfen, wenn es darum geht, verloren geglaubte Fahrgäste wieder zurückzugewinnen, die auch so ein bisschen das Vertrauen in den ÖPNV verloren haben. Also wie cool wäre das, die zurückzubekommen? Und deswegen meine Ermunterung, seid mutig, seid innovativ, seid neugierig, hört den Fahrgästen zu und denkt immer Fahrgast first. Vielen Dank und sorry fürs Überziehen. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Unglaublich spannender Vortrag. Also ja, vielen Dank. genau, wir haben noch Zeit zu diskutieren oder Fragen zu stellen. Genau, traut euch gerne in den Chat zu schreiben. Ich sehe noch nichts. Ich hoffe, das ist kein technisches Problem. Ich habe aber auch eine Frage, so, die ich stellen kann, sozusagen. Vielleicht kommen Leute ja noch hinterher. Und zwar habe ich mich gefragt, hast du dir mal überlegt, wieso es, oder was es für Hemmnisse gibt, dass das noch nicht so bedürfnisorientiert ist, dieser Nahverkehr? Also welche Gründe? Oder anders gefragt, kennst du schon Projekte, wo vielleicht mal auch im Rahmen von Studienprojekten zum Beispiel oder so solche Umfragen gemacht wurden oder Befragungen, die du jetzt irgendwie gerade vorgestellt hast? Es gibt es, aber es gibt es noch sehr wenig. Also es gibt Unternehmen, also es kommt an in der Branche, jetzt sehr langsam. Die ÖPNV-Branche ist da aber nicht die einzige, in die das jetzt erst so in den letzten Jahren reingeschwappt ist. Auch in der Medienbranche ist das noch, ich will sagen, nicht ein neues Thema, aber auch eins, das wir jetzt nicht erst seit oder nicht schon seit 20 Jahren da beackern. Also auch da hat man sehr oft aus dem Bauch heraus entschieden und gesagt, naja, wir machen das jetzt einfach so, weil es betriebliche Gründe dafür gibt oder weil wir einfach glauben, dass es so ein gutes Produkt ist und machen es jetzt einfach mal so. Das kann auch funktionieren. Also das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass sich da ein Zufallstreffer lande und ein gutes, akzeptiertes Produkt entwickelt. Das kommt immer wieder vor. Das Problem ist halt nur, wie schon gesagt, es ist dann oft ein Zufallsprodukt. Und ich verlasse mich darauf, dass ich zufällig die spitzen Idee habe und diese Tools, die ich da jetzt vorgestellt habe, die helfen dabei, das im Grunde zu strukturieren und Erfolge strukturiert zu reproduzieren. Und darauf kommt es ja an. Das ist ein Thema, das haben wir in der Medienbranche, das haben wir in der Verkehrsbranche aber auch. Geldknappheit, also das Geld liegt nicht auf der Straße. Wir müssen alle gut damit haushalten. Es ist immer zu wenig. Und wir können eigentlich wenig mal so zum Fenster rauswerfen. Und das zwingt uns eigentlich dazu, möglichst effizient mit dem Mitteleinsatz vorzugehen. Und wenn man das ernst nimmt, dann kommt man eigentlich automatisch dahin zu sagen, okay, lass uns jetzt nicht einfach ein Produkt nach gut Dünken entwickeln, was dann der Rohrkrepierer wird, sondern lass uns das wirklich intensiv testen und gucken, gibt es da eine Zielgruppe für und kann die Zielgruppe, hat die ein Bedürfnis überhaupt dafür? Wenn ja, dann wissen wir treffen voll ins Schwarze und dann können wir es auch machen. Dann ist ja auch gut investiertes Geld. Und deine zweite Frage, ja, es gibt ganz wenig Forschung dazu. Ich hatte von einer Studie gelesen, da ging es aber letztendlich auch nur um Marketing im ÖPNV und um Apps. Das war, glaube ich, Stuttgarter Verkehrsverbund und die Berliner BVG-App von einer Marketingagentur, die Umfragen organisiert und letztendlich darüber auch Marktforschung verkauft. Aber dieses Thema ist tatsächlich in der ÖPNV-Branche noch relativ neu. Ich weiß, dass es in Verkehrsunternehmen erste agile Einheiten gibt, die da unterwegs sind, die auch schon tolle Sachen machen. In Hamburg die Hochbahn beispielsweise, die auch schon sich vortestet in so Prototyping-Geschichten und dann zum Beispiel auch mal eine Bahnsteigampel testet mit Leuchtstreifen an der Decke, damit ich als Fahrgast am Bahnsteig schon sehen kann, wird hier der Waggon, der hier hält mit der Tür vor meiner Nase, ist das ein voller Waggon oder eher ein leerer? Das haben die auch mit sehr rudimentären Mitteln einfach getestet, indem an der Station davor jemand stand und per Handy durchgegeben hat, Achtung, Wagen 3 ist sehr voll, mach mal das rote Licht über Wagen 3 an, wenn er bei dir einfährt, der Zug. So haben die das händisch erstmal getestet. Das ist völlig in Ordnung, das so zu machen. Wenig Kostenaufwand, um überhaupt erstmal zu gucken, verstehen die Kunden das Produkt und haben die was davon? Und wenn ich es richtig erinnere,
war am Ende das Learning, nee, verstehen Sie nicht, hat denen nicht so wirklich geholfen. Und dann hat man es letztendlich auch nicht entwickelt, was ja völlig in Ordnung ist, an der Stelle einen Cut zu machen. Im Zweifel hat man da viel Geld gespart für eine Entwicklung, bei der alle im Brainstorming Hurra geschrien hätten und gesagt hätten, das ist eine Spitzenidee, das machen wir jetzt, das wird ein Knaller. Und da habe ich einmal kurz Presseberichterstattung, wenn es losgeht, aber am Ende hilft es dann keinem und ich habe sehr viel Geld versenkt. Ja, also ich finde es ein wirklich spannendes, spannendes Thema. Ich habe da auch noch nicht so viel, aber... Es gibt auch noch, also ich könnte noch 2-3 Stunden weiter erzählen, aber also tatsächlich ist das ein Thema, also das, also ich berate auch das eine oder andere Mobilitätsunternehmen in diese Richtung. Ich will jetzt hier gar keine Werbung machen, aber tatsächlich kann man da natürlich an ganz vielen Stellen noch tiefer ins Thema reingehen und auch dann in Teams, in Mobilitätsteams gucken, okay, was nehmen wir uns jetzt mal vor, wo nehmen wir uns jetzt mal so ein kleines Alltagsproblem vor und das machen wir jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal salopp, das machen wir jetzt mal richtig geil. Und wie könnte da eine Lösung aussehen? Und testen uns da mal ran. Also da bin ich gern bereit, immer zu helfen und da Prozesse zu strukturieren und solche Entwicklungen voranzutreiben, weil wir wollen alle einen besseren Nahverkehr. Und ich glaube, wir haben da noch echt Potenziale, da mehr rauszuholen. Das ist ja auch das Thema Nahverkehr weiterdenken. Ja, das sehe ich auch so. So, jetzt schaue ich nochmal in den Chat. Mhm. Sieht ruhig aus. Alle Fragen erschlagen, oder? Nee, aber wir haben eine Frage. Ich würde die einmal vorlesen. Ja. Genau, von Michael Pollock. Er fragt, die Bedürfnisse sind doch häufig bekannt, oder? Darüber hinaus gibt es viele gut funktionierende innovative Ansätze im ÖPNV, zum Beispiel in Wien oder Zürich oder Luxemburg. Warum setzt man gut funktionierende Ideen nicht einfach um in Deutschland? Das ist eine gute Frage, die könnte wahrscheinlich eher jetzt ein Insider aus einem Verkehrsbetrieb beantworten, der so eine Idee möglicherweise abgesägt hat oder gesagt hat, super Idee, aber kein Geld. Das kann ich als Außenstehender nicht beantworten. Meine Aufgabe ist quasi, die Innovation in die Unternehmen reinzutragen und mit Unternehmen zusammen die Bedürfnisse zu erforschen, zu strukturieren und dann Ideen und Learnings daraus zu entwickeln. Deswegen kann ich zu der Frage an sich so nichts sagen. Ich würde aber in Teilen widersprechen, was die Bekanntheit von Bedürfnissen angeht. Ich würde sagen, dem ist nicht so. Also natürlich wissen wir in der Branche in Teilen von User-Bedürfnissen. Es wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Aber wir wissen immer noch nicht genug. Und was oft verwechselt wird, ist auch eben Wünsche versus Bedürfnisse. Also wir wissen natürlich oft viel über Wünsche und es gibt sehr, sehr viele Marktforschungen, in denen heißt es dann, der User, der Fahrgast will schneller an sein Ticket kommen oder der Fahrgast findet schmutzige Züge fürchterlich oder der Fahrgast hasst Verspätung. Ja, natürlich. Wer nicht? Aber das ist kein wirkliches Bedürfnis. Das ist erstmal eine Wunschformulierung und da hören die meisten Marktforschungen auf. Und da fängt es für mich eigentlich erst an, spannend zu werden, da weiter reinzugucken, was steckt denn dahinter? Warum willst du denn ein schnelles Ticket? Warum ist das denn für dich entscheidend? Und ist das vielleicht einfach nur eine Wunschformulierung, wo man sagt, ja, ich hätte es gern schneller, aber ich sterbe auch nicht, wenn nicht? Oder ist das wirklich so ein hartes Kriterium, dass ich sage, wenn es 3 Sekunden länger dauert, steige ich um ins eigene Auto. Das wissen wir ganz oft eben nicht. Und das ist der ganz große Unterschied. Wünsche, da stimme ich voll zu. Da ist die Marktforschung sehr gut. Da weiß man viel über Fahrgäste. Aber alles, was ich an Marktforschung kenne, hört ganz oft eben genau da auf, wo es anfängt, so richtig spannend zu werden eigentlich. Ja, vielen Dank. Ja, bitte. Ja, genau. Ich würde sagen, ich gebe nochmal eine Chance, aber ansonsten war es wirklich auch ein sehr dichter Vortrag. Ja. Also ich fand ihn sehr interessant, genau, und ich glaube, es ist auch in Ordnung, wenn wir dann schließen. Nochmal einige Informationen so für kommende Veranstaltungen. Ich glaube, so um 16:45 geht es weiter mit Podiumdiskussion, auch einmal zu Finanzierungsmodellen von ÖPNV. Genau, und heute Abend gibt es noch ein Konzert um 20 Uhr, da auch super gern einschalten. Und wen dieses Thema jetzt heute in diesem Vortrag interessiert hat, morgen um 15.30 Uhr geht es um die Wertschätzung von Fahrgästen. Und ich habe das Gefühl, dass das sehr ähnlich ist. Oh ja.
Da geht es um die Innen- und Außengestaltung von ÖPNV. Genau, also da gern auch nochmal zu dem Vortrag kommen. Ganz kurz, wenn jetzt, also es ist ja ein sehr dichter Vortrag gewesen tatsächlich und ich glaube, da muss vieles vielleicht auch nochmal sacken. Wenn es da noch irgendwelche Nachfragen gibt, das Wochenende ist freie Bahn, ich beantworte gern noch Nachfragen per Mail. Ich nenne die Adresse jetzt einfach mal info@christian-hinkelmann.de. Die schreiben wir nochmal in den Chat, würde ich sagen. Dann habt sehr gern, scheut euch nicht. Ich mache mir gern einen gemütlichen Sonntagabend und beantworte dann noch Fragen. Okay, sehr gut. Ja, vielen Dank. Das ist ja ein sehr verlockendes Angebot. super. Ja, dann vielen Dank und noch einen schönen weiteren Konferenztag. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.